Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Deloitte Cast Best Practice im Bereich Zollwert. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Während des Vortrages haben Sie die Möglichkeit, Fragen über das Chatfenster unten links in Ihrer Webcast-Ansicht einzureichen. Ihre Fragen werden im Anschluss an die Präsentation beantwortet. Frau Ring wird nun die Konferenz beginnen. Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Deloitte Webcast Best Practice im Bereich Zollwert, Fallstricke im internationalen Warenverkehr vermeiden. Ich bin Nicole Ring und als Diplom-Wirtschaftsjuristin in der Deloitte Service Line Customs und Global Trade in Hamburg tätig. Ich begrüße Sie auch im Namen von Eva Rehberg, der Leiterin der Service Line, ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Ich bin heute zusammen mit meinen Hamburger Kollegen, Frau Fabienne Boulanger und Herr Klaus Dorner, und wir möchten Ihnen in den kommenden 90 Minuten einen Überblick zu den Themen Best Practice im Bereich Zollwert bei grenzüberschreitenden Warenverkehren mit Sichtweise aus dem Zollrecht und dem Recht der Verrechnungspreise geben. Unternehmen, welche am grenzüberschreitenden Warenverkehr teilnehmen, sind regelmäßig mit Abgabenerhebungen beim Import in das Bestimmungsland konfrontiert. Für alle Länder, die der WTO beigetreten sind, gelten nach dem GATT-Abkommen einheitliche Rahmenbedingungen zur Ermittlung des Zollwertes, der Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Einfuhrabgaben. Dabei besteht für Unternehmen jeweils das Risiko, den Wert nicht korrekt ermittelt zu haben, was zu einer Verkürzung der Abgaben führen kann und geahndet wird. Gerade Warenbewegungen zwischen Konzerngesellschaften stehen hier oftmals auf dem Prüfstand, die Ansatzpunkte aus dem Zollrecht auf der einen Seite, also hoher Wert führt zu hohen Abgaben beim Import, und die Ansatzpunkte des Ertragssteuerrechts auf der anderen Seite, also inländisches Finanzamt versucht, Importe bzw. Einkäufe möglichst mit einem niedrigen Preis zu bewerten, damit die geltend gemachten Betriebsausgaben möglichst gering sind, entgegengesetzt voneinander laufen. Spätestens im Rahmen einer Betriebsprüfung müssen sich Unternehmen mit Fragen zur korrekten Ermittlung und Dokumentation der Preise auseinandersetzen. In unserem Webcast wollen wir Ihnen deswegen für Ihre Praxis in Ihrem Unternehmen wertvolle Tipps und Informationen an die Hand geben, um somit die Risiken für Ihr Unternehmen bestimmen und minimieren zu können. Auf der nächsten Folie möchte ich Ihnen kurz die Bereiche vorstellen, die wir im Webcast ansprechen werden. Nach einer kurzen Darstellung der Services von Deloitte Customs und Global Trade werden meine Kollegen Frau Boulanger und Herr Dorner die Grundlagen des Zollwertrechts und der Verrechnungspreise im Überblick darstellen und vergleichen. Daran anschließend möchten Ihnen alle Referenten Praxisfälle aus ihrer Beratung und die dort gesammelten Erfahrungen darstellen, an die sich die durch Frau Boulanger dann vorgetragenen Folgen bei falschen Zollwerten aus zollschuldrechtlicher Sicht anschließen. Herr Dorner wird daraufhin zu den Folgen aus Verrechnungspreissicht Stellung nehmen. Als Fazit aus dieser Veranstaltung möchten Frau Boulanger und Herr Dorner Ansätze aus dem Bereich Best Practice, Zollwert und Verrechnungspreise vorstellen, sodass Sie für zukünftige Betriebsprüfungen, Steueraufsichtsmaßnahmen und Diskussionen mit den jeweiligen Behörden gewappnet sind. Abschließend möchten Sie auch diesen Webcast mit einer Fragerunde. Bitte scheuen Sie sich nicht, uns Ihre Fragen während der Veranstaltung oder zum Schluss hin zukommen zu lassen. Wir werden diese, soweit es die Zeit erlaubt, zum Abschluss der Veranstaltung beantworten. Sollten wir aus Zeitgründen nicht alle Fragen beantworten können, werden wir diese im Anschluss an den Webcast separat beantworten und Sie direkt kontaktieren.
Kommen wir nun zur Vorstellung der Referenten. Meine Kollegin Frau Dr. Fabienne Boulanger ist als Rechtsanwältin seit mehr als 10 Jahren in den Bereichen des Zoll- und Außenwirtschaftsrechts sowie im Verbrauchsteuer- und Umsatzsteuerrecht mit zollrechtlichem Bezug tätig. Sie betreut unsere nationalen und internationalen Mandanten aus sämtlichen Industriezweigen zu allen strategischen Fragen im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht. Als Rechtsanwältin tritt sie auch vor Gericht auf, auch vor dem EuGH war sie bereits tätig. Bevor sie zu Deloitte kam, war sie bereits bei einer anderen Big Four-Gesellschaft und einer Anwaltskanzlei im Zollbereich tätig. Mein Kollege, Herr Dr. Klaus Dorner, ist Diplom-Volkswirt und leitet das Verrechnungspreisteam bei Deloitte für den nord- und ostdeutschen Raum mit Büros in Hamburg und Hannover. Er hat 10 Jahre Erfahrung im Bereich Verrechnungspreise, insbesondere im Hinblick auf die Planung von Verrechnungspreisen, deren Dokumentation, die Begleitung von Betriebsprüfungen und das Führen von Verständigungsverfahren und das Erstellen von sogenannten Advanced Pricing Agreements. Mein Kollege Herr Tim Eckmann ist Wirtschaftsjurist und besitzt eine 6-jährige Erfahrung in der Beratung von nationalen und internationalen Mandanten zu Fragen des Zoll-, Außenwirtschafts- und Verbrauchsteuerrechts. Er ist insbesondere auf die Implementierung von Risikomanagementlösungen im grenzüberschreitenden Bahnverkehr spezialisiert und hat bereits mehrfach IT-Projekte im Bereich des Zoll- und Außenwirtschaftsrechts fachlich begleitet. Leider ist Herr Eckmann kurzfristig krank geworden und lässt sich für die heutige Veranstaltung entschuldigen. Ich selber bin Diplom-Wirtschaftsjuristin und gelernte Industriekauffrau und seit nunmehr 8 Jahren in der Zoll- und Verbrauchsteuerberatung tätig. Zu meinen Schwerpunkten zählen die Bereiche Zollwert, Präferenzen, Zolltarif und die Beratung zu allen Arten von Verbrauchsteuern, wie zum Beispiel Energiesteuer, Branntwein oder Tabaksteuer. Wir alle sind am Standort Hamburg tätig und betreuen vorwiegend Mandanten im nord- und ostdeutschen Raum. Weitere Teammitglieder der Service Line Customs and Global Trade sind an den Standorten Frankfurt am Main und München tätig. So können wir das gesamte deutsche Gebiet abdecken und oftmals auch standübergreifend zusammenarbeiten. Durch unser in der Service Line Customs and Global Trade gemischtes Team von ehemaligen Zöllnern, Rechtsanwälten, Betriebswirten und Wirtschaftsjuristen mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten können wir unsere Mandanten umfassend betreuen und das Team entsprechend den Bedürfnissen des Mandanten zusammenstellen. Bevor wir nun mit unserem Vortrag starten, möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick unseres Services im Bereich Customs and Global Trade geben. Wie Sie sehen können, bieten wir Unterstützung entlang der kompletten Supply Chain an. Aufgrund des heutigen Themas unseres Webcasts möchte ich jedoch insbesondere auf die Bereiche Risk Assessment, internationale Zollberatung und Litigation und Compliance hinweisen. Sowohl die korrekte Ermittlung des Zollwertes in jedem Importland der Welt, also die Compliance im Unternehmen zu erreichen und sicherzustellen, mögliche Reduzierung der Einfuhrabgaben durch den Abzug von Kosten, als auch die Unterstützung unserer Mandanten bei internen Reviews bzw. Monitoring-Aktivitäten gehören zu unseren Leistungen. Zusätzlich unterstützen wir regelmäßig Unternehmen bei außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsbehelfen im Zusammenhang mit zum Beispiel der Zollwertermittlung und der Zollwertänderung. Im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser weltweites Netzwerk geben. Wir sind weltweit vertreten und betreuen insbesondere in 96 Ländern mit insgesamt 441 Kollegen den Bereich Customs and Global Trade. Somit können wir unsere Mandanten optimal mit den jeweiligen nationalen Spezialisten betreuen und globale Projekte gezielt unterstützen.
Insbesondere die schnelle Abstimmung mit unseren Kollegen in anderen Ländern zeichnet uns hierbei aus. Nun übergebe ich an meine Kollegin Frau Boulanger und auch an Herrn Dorner, welche Sie über die Grundlagen im Zollwertrecht aus EU-Sicht und zu den in Deutschland vorhandenen Regelungen zum Thema Verrechnungspreise informieren werden. Dankeschön. Von meiner Seite begrüße ich Sie auch noch einmal recht herzlich zu unserem heutigen Webcast Zollwert. Wann ist das Thema Zollwert zu beachten? Dieses Thema ist relevant, sobald ein Warenverkehr über die Zollgrenzen der Europäischen Union hinweg stattfindet und ein Import von Waren in das Zollgebiet der EU unter Erhebung von Einfuhrabgaben erfolgt. In diesen Fällen ist der Zollwert der Ware zu ermitteln. Die meisten Zollsätze des gemeinsamen Zolltarifs der EU sind Wertzollsätze, das heißt, die Erhebung der Einfuhrabgaben findet auf der Basis des Warenwertes statt. Es muss deshalb gesetzlich geregelt werden, wie der Zollwert einer Ware, deren Handelswert unter anderem nach Marktlage bzw. Angebot und Nachfrage erheblich schwanken kann, zu ermitteln ist. Um eine einheitliche Verzollung sicherzustellen, ist deshalb die Ermittlung des Zollwertes als Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Einfuhrabgaben von importierten Waren erforderlich. Die wesentlichen Rechtsgrundlagen hierfür sind in den Zollkodex der EU und in die dazu gehörenden Durchführungsvorschriften enthalten. Auf das nationale Recht, vor allem in Deutschland auf die Abgabenordnung, wird zurückgegriffen, um Bereiche zu regeln, die im EU-Zollrecht nicht geregelt sind. Dies betrifft zum Beispiel die Regeln über die zollamtlichen Prüfungen, die Berichtigungspflichten der Wirtschaftsbeteiligten und das Rechtsbehelfsverfahren. Bezüglich der Haftung, des Steuerstrafrechts und auch im Bußgeldbereich gilt die Abgabenordnung uneingeschränkt weiter. Für die Ermittlung des Zollwertes stehen 6 Methoden zur Verfügung. Sie sind allerdings in einer fest vorgeschriebenen Reihenfolge anzuwenden. Ein Wahlrecht besteht nur für die Methoden 4 und 5. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Zollanmelder dies beantragt. Die Transaktionswertmethode ist der Normalfall der Zollwertbemessung bei der Einfuhr von Waren auf der Basis eines Verkaufsgeschäfts. Diese Methode kommt in mehr als 90% der Einfuhrfälle zur Anwendung und soll auch so weit wie möglich die Grundlage für die Bewertung der Waren für Zollzwecke sein. Auf der nächsten Seite wird diese Methode näher präsentiert. Kann der Zollwert nicht nach dem Transaktionswert ermittelt werden, so ist zunächst als Zollwert der Transaktionswert gleicher Waren zu ermitteln, die zur Einfuhr in die EU verkauft und zu demselben oder annähernd demselben Zeitpunkt wie die zu bewertende Ware eingeführt wurden. Scheitert der Versuch, für die Einfuhrware einen Transaktionswert einer gleichen Ware zu finden, so ist als Zollwert der Transaktionswert gleichartiger Waren festzustellen. Gleichartige Waren sind solche, die in demselben Land hergestellt sind, obwohl sie nicht in jeder Hinsicht gleich sind. Die deduktive Methode geht zur Zollwertermittlung von einem Weiterverkaufspreis in der EU aus, von dem bestimmte Posten abgezogen werden. Die Zollwertermittlung nach der additiven Methode beruht auf einem errechneten Wert, der auf der Basis der Herstellungskosten im Ausland gebildet wird. Die praktische Bedeutung dieser Methode ist sehr gering, denn sie setzt voraus, dass der Verkäufer bereit ist, seine Kostenrechnung und Kalkulationsgrundlagen offenzulegen. Wenn der Zollwert nach allen vorherigen Methoden nicht ermittelt werden kann, wird er nach der Schlussmethode ermittelt. Der Zollwert wird auf der Grundlage von in der EU verfügbaren Daten und durch zweckmäßige Methoden ermittelt. Er wird zum Beispiel auf schon früher ermittelte Zollwerte zurückgegriffen werden. Sind diese nicht bekannt, so stellen Preislisten und Preisangebote für Lieferungen in die EU oder sogar Börsennotierungen geeignete Bewertungsgrundlagen dar.
zweckmäßige Methode heißt, dass die Zollbehörden nicht zu einer Schätzung berechtigt sind. Als Bewertungsmethoden sind die vorrangigen Methoden, deren Anwendungsvoraussetzungen nicht vollständig erfüllt sind, mit einer angemessenen Flexibilität heranzuziehen. Zum Beispiel können Zollwerte für gleiche oder gleichartige Waren berücksichtigt werden, die nicht in demselben Land oder annähernd im selben Zeitpunkt ausgeführt oder in einem anderen Land als dem Ausfuhrland hergestellt worden sind. So, auf der nächsten Slide kommen wir zurück zu der Transaktionswertmethode. Wie bereits erwähnt, hat die Transaktionswertmethode den Vorrang vor allen anderen Bewertungsmethoden und kommt in mehr als 90% der Einfuhrfälle zur Anwendung. Die Transaktionswertmethode kommt zur Anwendung, wenn die vorliegenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Der Preis bezieht sich auf eingeführte Waren, das heißt Waren, die körperlich in das Zollgebiet der EU verbracht worden sind. Also reine Dienstleistungen oder Informationen sind keine Waren im Sinne des Zollrechts und unterliegen daher auch keiner Verzollung. Verkauf zu Ausfuhr in die EU, dies setzt voraus, dass die Ware aufgrund eines Kaufgeschäfts geliefert wird und dass dieses Kaufgeschäft zu Ausfuhr in das Zollgebiet der EU abgeschlossen worden ist. Dies wird immer der Fall sein, wenn die Waren in der EU zur Überführung in den freien Verkehr angemeldet werden. Der Preis muss den tatsächlichen Wert der Ware wiedergeben, das heißt, der für die Einfuhrware tatsächlich gezahlte oder der zu zahlende Preis, gegebenenfalls nach Berichtigungen, darf nicht aufgrund zusätzlicher Vereinbarungen oder Umstände beeinflusst werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Ware verkauft wird mit der Bedingung, dass der Käufer zu weiterem Bezug von Waren von dem Verkäufer verpflichtet ist. Oder er darf sie zum Beispiel nur als Ausstellungsstück verwenden. Auch die Verbundenheit zwischen Käufer und Verkäufer kann dazu führen, dass der Transaktionswert als Zollwert nicht akzeptiert wird. Im Zollwertrecht spricht man in diesem Fall von einer schädlichen Beeinflussung des Preises durch die Verbundenheit. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Verrechnungspreis niedriger ist als der Preis, der bei gleichen Umständen einem nicht verbundenen Käufer berechnet worden wäre. Wenn die Verbundenheit den Preis nicht beeinflusst hat, das heißt, wenn feststeht, dass es sich um einen Kaufpreis wie unter fremden Dritten handelt, kann der Verrechnungspreis als Transaktionswert anerkannt werden. Wir kommen jetzt zu den Kosten, zu bestimmten Kosten, wenn sie nicht bereits im Preis enthalten sind und sich auf die eingeführten Waren beziehen, müssen sie diesem Preis hinzugerechnet werden. Es handelt sich um die zum Beispiel um die Transport- und Versicherungskosten bis zum EU-Grenzübertritt, um die Verpackungskosten und auch um Lizenzgebühren, sofern sie für die Einfuhrware durch den Käufer zusätzlich zum Kaufpreis der Ware nach der Bedingung des Kaufgeschäfts zu entrichten sind. Die Bestimmung der Hinzurechnungspflicht für Lizenzgebühren gestaltet sich häufig in der Praxis als sehr komplex. Wir werden mit der Präsentation eines Praxisfalls auf diese Thematik später eingehen. Im Gegensatz zu den Hinzurechnungen sind die Abzüge nicht zwingend vorgeschrieben. Wenn der Abzug nicht vom Einführer selbst vorgenommen wird, bleiben diese abzugsfähigen Kosten in dem zu verzollenden Preis enthalten. Ein solcher Abzug von Kosten müsste aber im Interesse der Einführer liegen, dass er zu einer Verminderung des Zollwertes und somit auch zu einer Reduzierung der Einfuhrabgaben führen kann. Es handelt sich zum Beispiel um die innergemeinschaftlichen Transportkosten. Es sind aber auch Finanzierungskosten, das heißt Zinsen, die der Käufer an den Verkäufer für eine Kreditierung des Kaufpreises für die eingeführten Waren zahlt. Gemeinsame Voraussetzung für den Abzug dieser Kosten ist, dass diese getrennt vom Rechnungspreis ausgewiesen sind. Dies bedeutet einerseits, dass der Abzug geltend gemacht wird, dies erfolgt durch Angabe in der Zollwertanmeldung, und andererseits, dass der Einführer auf Verlangen der Zollverwaltung den Nachweis, dass die abzugsfähigen Kosten tatsächlich in der angemeldeten Höhe angefallen sind, erbringt. Grundsätzlich muss der getrennte Ausweis im Zeitpunkt der Abgaben der Zollanmeldung vorliegen. Ein nachträglich getrennter Ausweis einer versehentlich fehlerhaften Zollanmeldung ist allerdings
möglich mit der konsequenten Erstattung der zu viel erhobenen Abgaben. Ich übergebe das Wort nunmehr an Herrn Dorner zum Thema Grundlagenverrechnungspreise. Ja, vielen Dank, Fabienne. Im Zusammenhang mit ertragssteuerlichen Verrechnungspreisen haben wir einen etwas anderen Anwendungsbereich, der sowohl enger als auch weiter ist im Vergleich zu Zollregelungen. Er ist insofern enger, als Verrechnungspreise nur bei Transaktionen zwischen verbundenen Gesellschaften überhaupt zum Thema werden. Er ist allerdings insofern weiter, als Verrechnungspreise Gegenstand einer steuerlichen Prüfung nicht nur dann sind, wenn es sich um Warentransaktionen handelt, sondern um alle Arten von Geschäftsbeziehungen zwischen Nahestehenden, einschließlich grundsätzlich Betriebsstätten, auf die möglicherweise bestehenden Detailunterschiede zwischen Kapitalgesellschaften, Personengesellschaft und Betriebsstätten gehe ich jetzt hier nicht ein, das würde etwas zu weit führen, aber als Grundregel kann man sich etwas pauschal formuliert merken, Verrechnungspreise als Teil oder Grundlage für die Ergebniszurechnung zwischen steuerlichen Präsenzen des Konzerns sind relevant für alle Arten von Geschäftsbeziehungen. Ich werde auf der nächsten Folie, auf der nächsten Folie noch ein paar Beispiele dafür nennen. Der rechtliche Rahmen, der für Verrechnungspreise einschlägig ist, ist einerseits das Einkommensteuergesetz und das Körperschaftssteuergesetz für die klassischen, vielleicht auch den meisten bekannten Korrekturnormen im Hinblick auf die Bewertung von Einlagen, Entnahmen, die verdeckte Gewinnausschüttung und die verdeckte Einlage. Das Außensteuergesetz ist Anfang der 70er Jahre zunächst als eine Art Auffangnorm ins Spiel gekommen, um eine Regelungslücke, möchte ich mal so sagen, zu schließen im Zusammenhang mit der sogenannten verdeckten Einlage, für die, denen das kein geläufiger Begriff ist, eine Vorteilsgewährung von der Mutter an die Tochter, die nicht ein einlagefähiges Wirtschaftsgut darstellt, würde durch die verdeckte Einlage nicht korrigiert werden können. Inzwischen ist über mehrere Stufen der Paragraph 1 des Außensteuergesetzes zu einer Art Zentralnorm im Hinblick auf das Fremdvergleichsprinzip ausgebaut worden. Dazu in der Abgabenordnung die Begründung der Steuerpflicht, Begründung von Betriebsstätten, Ansässigkeit und praxisrelevant vor allem die Mitwirkungspflichten im Rahmen von Betriebsprüfungen, Auskunftspflichten und die Pflicht zur Erstellung einer Dokumentation. Das ist so ein bisschen der deutsche Rechtsrahmen, der ist detailliert dann durch eine ganze Reihe von Rechtsverordnungen zu verschiedenen Themen, die hier beispielhaft als die Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung zu den Dokumentationspflichten, speziell zum Thema Umstrukturierungen, Funktionsverlagerungen aufgeführt sind. Dazu eine sehr, sehr lange Liste von Verwaltungsgrundsätzen und BMF-Schreiben, ebenfalls zu diesen und anderen Themen. Im Zusammenhang mit Verrechnungspreisen dazu besonders wichtig der internationale Rahmen, insbesondere die Doppelbesteuerungsabkommen, in denen die Besteuerungsrechte der Staaten zueinander abgegrenzt werden, auf der Basis des Fremdvergleichs, zumindest in der Regel. Das ist vor allem der Artikel 9 des OECD-Musterabkommens bzw. der Doppelbesteuerungsabkommen, die darauf aufbauen, sowie Musterkommentare und die OECD-Richtlinien als, man könnte sagen, auslegende Dokumente, auf die sich die beteiligten Staaten weitgehend geeinigt haben. Ich sagte bereits, dass Verrechnungspreise nicht nur für Warenlieferungen Relevanz entwickeln, deshalb hier nur eine Übersicht, die eher illustrierenden Charakter haben soll. Wir haben hier natürlich die Warenlieferungen, aber auch Dienstleistungsbeziehungen, auch im Rahmen von Umlagesystemen und Pools, Lizenzierungen für Technologie, Marken, möglicherweise auch nicht geschütztes Know-how, Finanzierungen, Darlehen, Bürgschaften, Garantien, Cashpools, auch Personalentsendungen im Konzern, die Übertragung von Anlagevermögen, materielle, immaterielle Wirtschaftsgüter sowie seit 2008 in Deutschland und auch seit neuerem durch ein neues Kapitel in den OECD-Leitlinien ausdiskutiert und ausformuliert das Thema Umstrukturierungen, Stichwort Funktionsverlagerung, das hier noch ein ganz klein wenig weiter
geht als die Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter, von denen man ja normalerweise eigentlich ausgeht, wenn man von Transaktionen spricht. Was die Methoden anbelangt, Frau Boulanger hat die Zollwertermittlungsmethoden vorgestellt. Die lesen sich bei Verrechnungspreisen gar nicht so wesentlich anders, sind im Detail aber möglicherweise unterschiedlich. Wir haben zwei große Gruppen. Die einen sind die sogenannten Standardmethoden, traditionellen transaktionsbezogenen Standardmethoden. Intuitiv, leicht einsichtig, Preisvergleich. Ich habe eine Lieferung oder Leistung und setze genau den Preis an, den ich beobachten kann aus einer Dritttransaktion zwischen Unverbundenen für die gleiche Transaktion. Kostenaufschlagsmethode, das war im Zoll, meine ich, die additive Methode. Ich habe eine Kostenbasis, die annahmegemäß aus Drittaufwendungen gegenüber Dritten entsteht, setze einen fremdüblichen Gewinnaufschlag drauf und komme zum Konzernverrechnungspreis. Wiederverkaufspreismethode, genau das Gegenteil, insbesondere für Wiederverkäufer, also Vertriebsgesellschaften. Der Wiederverkaufspreis an den Markt minus eine fremdübliche Marge ist der Einkaufspreis. All diese Methoden setzen ein sehr, sehr hohes Maß an Vergleichbarkeit voraus und sind deshalb in der Praxis nicht immer leicht anwendbar. Als nachrangige, aber in der Praxis doch zum Teil quantitativ dominierende Methoden, die Gewinnaufteilungsmethode nach einer Quote, die auf einer Wertschöpfungsanalyse aufbaut, aber noch viel wichtiger, die TNMM, das heißt transaktionsbezogene Nettomargenmethode. Im Grunde heißt das, es wird geguckt, welcher der Transaktionspartner den einfacheren Teil der Wertschöpfungskette übernimmt und eine gewisse Nettomarge bestimmt, die als Ertrags- oder Profitabilitätserwartung für ein solches Geschäftsmodell gegeben sein sollte. Das Residuum aus dem Gesamtgeschäft steht dann dem anderen zu. Diese Methode ist zwar offiziell oder formal nachrangig, unserer Erfahrung nach aber findet sie in sehr, sehr vielen Fällen praktische Anwendung. Sie ist auch in Verständigungsverfahren offiziell oder implizit letztlich in weiten Bereichen die gedankliche Basis für eine Einigung zwischen den Finanzverwaltungen und auch in der Betriebsprüfungspraxis muss man sagen, wenn auf der Basis von Standardmethoden Preise ermittelt wurden, aber die Nettomargen nicht den Erwartungen der Finanzverwaltung entsprechen, dann hat man in der Regel Schwierigkeiten. Welche Methode nun im konkreten Fall anzuwenden ist, ist von Land zu Land unterschiedlich und das ist auch so ein Unterschied zum Zoll. Bei Verrechnungspreisen muss man wirklich auch immer beide Länder sich angucken. Bei Zoll ist es immer nur ein Land, nämlich das Importland. Und da sind die Regelungen zum Teil etwas unterschiedlich. Es gibt zum Teil Methodenhierarchien, zum Teil nicht. Zum Teil der Zwang, einzelne Methoden alle durchzudiskutieren und die beste Methode zu ermitteln. Insgesamt kann man die Empfehlung mitgeben, eine ausführliche Methodendiskussion im Zweifel zu führen und eine geeignete anzuwenden, dann ist man eigentlich normalerweise ganz gut auf der sicheren Seite. Wie gesagt, der Referenzpunkt ist immer der Drittpreis und um den dreht sich auch die ganze Debatte, wie kann ich einen Drittpreis vernünftig ökonomisch am besten ermitteln. Wenn wir jetzt überlegen, wie hängen eigentlich Zoll und TP grundsätzlich zusammen, dann ergibt sich die Schnittstelle beim Warenaustausch über Zollgrenzen hinweg zwischen verbundenen Gesellschaften. Hier ist sowohl Zoll als auch Verrechnungspreise relevant, allerdings auf eine Art und Weise, die in weiten Bereichen sich miteinander reiben, möchte ich mal so sagen. Das fängt A dabei an, dass die Methoden, die methodischen Ansätze zur Wertermittlung grundsätzlich ähnlich sind, aber im Detail nicht gleich. B hängt es damit zusammen, dass sich die Frage stellt für Zollzwecke, ob gegenüber dem Transaktionswert, der üblicherweise ja der Verrechnungspreis ist, wie Frau Boulanger bereits erwähnt hat, Hinzurechnung und Abzüge vorzunehmen sind, insbesondere ob in den Zollwert zum Beispiel auch andere Fakturaströme wie Lizenzen mit hinzuzurechnen sind. Und ganz grundsätzlich der Interessenkonflikt zwischen der Finanzverwaltung und der Zollverwaltung des importierenden Landes, den Frau Boulanger auch oder was Frau Ring bereits erwähnt hat, das Finanzamt des Importierenden
des Importlandes wird tendenziell ein Interesse daran haben, den Einfuhrpreis zu minimieren, damit die Marge des inländischen Unternehmens aus der Weiterverarbeitung oder Weiterveräußerung maximal wird, also der Betriebsausgabenabzug minimal ist, während die Zollverwaltung einen möglichst hohen Zollwert zugrunde legen kann. Ich glaube, das war soweit klar. Und jetzt gehen wir so ein bisschen zu den Praxisfällen. Im ersten Praxisfall haben wir eine Situation, die aus ertragssteuerlicher Sicht zu einer Verrechnungspreisanpassung zum Jahresende geführt hat. Der Fall ist der, wir haben eine Muttergesellschaft in den USA, die stellt Waren her, liefert diese Waren an ihre Tochtergesellschaft in Deutschland zu einem Preis von 20,5 Millionen Euro insgesamt. Nun stellt sich heraus am Jahresende, dass die Tochtergesellschaft eine erheblich höhere Nettogewinnmarge erzielen konnte, als dies der Planung zugrunde lag, auf der die 20,5 Millionen Euro, also der ursprüngliche Lieferpreis, aufgebaut hat. Wir hatten gesehen, Wiederverkaufspreismethode TNMM und so weiter. Wenn ich keinen Preis unmittelbar beobachten kann, dann ist es eine der wesentlichen Ansätze, die Gewinnerwartung der Tochtergesellschaft zu planen und darauf einen Verrechnungspreis kalkulatorisch aufzubauen. Jetzt hat sich am Jahresende gezeigt, dass aufgrund unvorhergesehener Ereignisse die Geschäftsentwicklung der Tochtergesellschaft erheblich höher war und insofern der Verrechnungspreis zu niedrig war. Und es kommt damit zu einer Ausgleichszahlung, einer nachträglichen Ausgleichszahlung der Tochtergesellschaft an die Muttergesellschaft, also zusätzliche Kaufpreisnachzahlung. Ertragssteuerlich, verrechnungspreistechnisch etwas, das sehr, sehr häufig vorkommt. Es gibt zwar gewisse Voraussetzungen, damit man das systematisch umsetzen kann, aber etwas, das die Finanzverwaltung in einer vergleichbaren Situation USA wohl auch einfordern würde. Ertragssteuerlich relativ unproblematisch, steuerlich allerdings nicht. Und deshalb würde ich Fabienne Boulanger bitten, etwas dazu zu sagen, welche Zollkonsequenzen das haben kann. Ja, danke schön. Aus Zollsicht betrifft dieser Fall die zollwertrechtliche Relevanz von nachträglichen Verrechnungspreisanpassungen und fraglich ist, ob die Erhöhung, vor allem hier geht es um die Erhöhung der Verrechnungspreise, zu einer zusätzlichen Festsetzung von Einfuhrabgaben für die importierten Waren führt. In diesem Fall war die Zollbehörde der Auffassung, dass zollwertrechtlich hier auch eine Korrektur des Verrechnungspreises zu erfolgen hatte, da nur unter Berücksichtigung der Ausgleichszahlung der Fremdvergleichsgrundsatz eingehalten war und dass schließlich nur der endgültig festgelegte Preis nicht durch die Verbundenheit zwischen Verkäufer und Käufer beeinflusst war. In diesem Fall ging allerdings die Zollbehörde davon aus, dass die Ausgleichszahlungen sich gänzlich auf die Einfuhrwaren bezogen, da hier der Einführer nicht das Gegenteil bewiesen hatte. Entsprechende Nacherregungsbescheide wurden erlassen. Dagegen wurde Einspruch eingelegt und im Rahmen des Einspruchsverfahrens konnte Folgendes durchgesetzt werden. Anhand erstmal von Kalkulationsunterlagen konnte nachgewiesen werden, dass sich diese Ausgleichszahlungen, also die Transferpreisanpassung, auf unterschiedliche Kosten bezog, die nicht alle einen Bezug zu den Einfuhrwaren hatten. Das ist immer die Voraussetzung für die Hinzurechnung. Die Ausgleichszahlungen bezogen sich in diesem Fall teilweise auf Investitionskosten der US-Mutter, die zum Zeitpunkt der Wareneinfuhr in der EU nicht entstanden waren, und teilweise auch auf Kosten, die erst in der EU entstanden waren. Somit wurde erreicht, dass ein Teil der Ausgleichszahlung hier nicht in den Zollwert der zuvor angemeldeten Verrechnungspreise einzubeziehen war.
Bei der Ermittlung der zusätzlich zu entrichtenden Einfuhrabgaben wendete die Zollverwaltung auch den höchsten Zollsatz der eingeführten Waren als Pauschalzollsatz an. Dies führte dazu, dass auch Waren mit einem Zollsatz von 0% auch diesem höchsten Zollsatz unterlagen. Dagegen wurde auch im Einspruchsverfahren vorgegangen und die Anwendung eines Durchschnittszollsatzes konnte durchgesetzt werden. Die Anwendung eines Durchschnittszollsatzes ist eine Vereinfachung. Wie sie funktioniert, werden wir auch im Rahmen der Bestpraxis und Lösungsansätze nochmal zurückkommen. Jetzt übergebe ich an Frau Ring, die die Praxisfälle 2 und 3 präsentieren wird. Ja, vielen Dank. Im zweiten Praxisfall, den wir Ihnen darstellen möchten, geht es um das Thema Preisbeeinflussung. Wie Sie sehen können, stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar. Im Rahmen einer Zollprüfung stellte der Prüfer fest, dass es für die Einfuhr von Waren in dem zu untersuchenden Zeitraum 2 unterschiedliche Einfuhrszenarien gab. Auf der einen Seite wurden die Waren direkt an eine verbundene Vertriebsgesellschaft im Absatzland geliefert und auf der anderen Seite wurden die Waren über eine unabhängige, nicht verbundene Servicegesellschaft, die die Waren noch für den europäischen Markt aufbereitete, an die jeweiligen Vertriebsgesellschaften geliefert. Der Vertrag mit der Servicegesellschaft sah vor, dass die Waren durch die Servicegesellschaft erworben werden und nach der Aufbereitung an die Vertriebsgesellschaft weiterveräußert werden. Hier stellte der Zollprüfer fest, dass die Servicegesellschaft einen Preis für die Waren zahlte, der 20% über dem Preis lag, den die deutsche Vertriebsgesellschaft für die gleichen Waren bezahlte. Es lagen also 2 unterschiedliche Preise vor. Nachdem der Zollprüfer feststellte, dass die amerikanische Muttergesellschaft gleiche Waren zu einem 20% höheren Preis an eine unabhängige Servicegesellschaft verkaufte als an die verbundene deutsche Vertriebsgesellschaft, äußerte er Zweifel der Preisbeeinflussung aufgrund der Verbundenheit zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft. Der Zollprüfer drohte an, die angemeldeten Zollwerte um 20% zu erhöhen, sofern der Zweifel der Preisbeeinflussung nicht durch die deutsche Tochtergesellschaft widerlegt werden kann. Um die Annahme der Preisbeeinflussung zu widerlegen, sind folgende Argumente im Rahmen der Zollprüfung angebracht worden, sodass die Zweifel erfolgreich ausgeräumt werden konnten. Zunächst einmal wurde dargestellt, dass es sich bei der unabhängigen Servicegesellschaft und der verbundenen Vertriebsgesellschaft um unterschiedliche Vertriebsebenen handelt. Somit können die Tätigkeiten der beiden Gesellschaften nicht miteinander verglichen werden. Des Weiteren beinhaltete der Preis, der an die unabhängige Servicegesellschaft in Rechnung gestellt worden war, auch Kostenbestandteile für das Recht, die Waren auf dem europäischen Markt aufzubereiten. Drittens konnte anhand einer sogenannten Verrechnungspreisstudie für Zollzwecke, also eine Zollwertermittlungsdokumentation, nachgewiesen werden, dass die zwischen der deutschen Vertriebsgesellschaft und der amerikanischen Muttergesellschaft vereinbarten Verrechnungspreise und Margen für Zollwertzwecke marktüblich gewesen sind. Auch die Betrachtung von Verrechnungspreiseinpassungen, welche sich auf den Prüfungszeitraum bezogen haben, konnte die Annahme unterstützen, dass die zwischen der deutschen Vertriebsgesellschaft und der amerikanischen Muttergesellschaft vereinbarten Preise sogar zu hoch gewesen sind, da die deutsche Tochtergesellschaft aufgrund der Höhe der Verrechnungspreise nicht die angestrebten Gewinne erzielen konnte. Vielmehr machte die Gesellschaft im Prüfungszeitraum sogar Verluste. Auch wenn der letzte Punkt nicht zollwertrelevant war, konnte er doch die Argumentation untermauern. Im nächsten Praxisfall, den ich Ihnen vorstellen möchte, wird das Thema Lizenzen angesprochen. Auch hier wurden im Rahmen einer Zollprüfung Feststellungen getroffen.
Die in Deutschland ansässige Tochtergesellschaft hat von ihrer Mutter in den USA Waren gekauft und auf den deutschen Markt importiert. Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Einfuhrabgaben war der Kaufpreis für die Waren. Nach Lieferung der Einfuhrwaren hat die Tochtergesellschaft Lizenzgebühren an die Muttergesellschaft gezahlt, also zeitlich nachgelagert. Die Lizenzgebühren wurden hierbei auf der Grundlage der von der Tochtergesellschaft in der EU erzielten Weiterverkaufserlöse in Höhe von 10% berechnet. Im Anschluss an die Zollprüfung hat das zuständige Hauptzollamt einen Einfuhrabgabenbescheid über die gesamte Höhe der entrichteten Lizenzgebühren erlassen. Begründung war, dass die Lizenzgebühren dem Zollwert hinzuzurechnen seien, da sie sich auf die Einfuhrwaren beziehen und als Bedingung des Kaufgeschäfts anzusehen seien. Gegen diesen Einfuhrabgabenbescheid haben wir für unsere Mandanten Einspruch eingelegt und konnten mit der nachfolgenden Analyse einen Großteil der nacherhobenen Einfuhrabgaben zurückgewinnen. Zunächst ist zu definieren, was das Zollwertrecht unter Lizenzgebühren versteht, insbesondere wann man von Lizenzgebühren spricht, die zollwertrechtlich relevant und hinzuzurechnen sind. Unter Lizenzgebühren versteht man Zahlungen, die für die Nutzung von Rechten zu leisten sind, und zwar im Zusammenhang mit der Herstellung der eingeführten Waren oder dem Verkauf zur Ausfuhr der eingeführten Waren oder der Verwendung oder dem Weiterverkauf der eingeführten Waren. Hierbei ist nicht die Bezeichnung der Zahlung als Lizenzgebühr, sondern vielmehr der Zweck der Zahlung entscheidend. Bei der Analyse des Zweckes der Zahlung haben wir im vorhandenen Lizenzvertrag zunächst lediglich erfahren, dass sich die Lizenzgebühr auf die Einfuhrwaren bezieht. Jedoch war noch nicht klar, für welchen Zweck die Zahlung geleistet worden ist. In einem weiteren Schritt haben wir deswegen anhand einer Gewichtungstabelle die Art, den Umfang und den Wert der durch die Lizenzgebühr abgedeckten Leistung dargestellt. Dabei hat sich herausgestellt, dass die 10% Lizenzgebühren wie folgt aufzuteilen waren. Für die Nutzung der Marke des Markenrechts sind 3% der Zahlung angefallen. Für die Unterstützung bei der Vermarktung der Ware in Deutschland sind weitere 3% angefallen. Die Grundlagenforschung, welche bereits im früheren Stadium bei der Entwicklung der Waren erfolgte, wird mit weiteren 2% abgedeckt. Und die Unterstützung im Bereich Buchführung und Managementleistung wurde ebenfalls mit 2% bedacht. Nur die Zahlungen, die sich auf die eingeführten Waren bezogen, waren im Zollwert hinzuzurechnen. Lizenzen für Dienstleistungen wie im Bereich IT, Buchführung und Personalkosten sind im Zollwert dagegen nicht hinzuzurechnen. Nach dem Zollwertrecht sind Lizenzgebühren für die Nutzung der Marke, also dem ersten Teil in Höhe von 3% hinzuzurechnen, wenn sie die folgenden drei Voraussetzungen erfüllen. Die Lizenzgebühr muss Waren betreffen, die nach der Einfuhr in unverändertem Zustand weiterverkauft oder nur unwesentlich be- oder verarbeitet werden. Dies war hier gegeben. Diese Waren werden unter dem vor oder nach der Einfuhr angebrachten Warenzeichen vertrieben, für das die Lizenz gezahlt worden ist. Auch dies war zu bejahen. Und es steht dem Käufer nicht frei, sich die betreffenden Waren bei anderen mit dem Verkäufer nicht verbundenen Lieferern zu beschaffen. Auch dies war gegeben. Folglich waren die Zahlungen für die Nutzung der Marke in Höhe von 3% hinzuzurechnen. Die nachfolgenden drei Arten der Lizenzzahlung waren dem Zollwert jedoch nicht hinzuzurechnen, da sie sich auf Dienstleistungen bezogen, die unabhängig von der eingeführten Ware angefallen sind. Auch die Unterstützung bei der Vermarktung der Ware in Deutschland war nicht als Vertriebsrecht im Sinne einer Lizenzzahlung hinzuzurechnen, da Lizenzgebühren für Vertriebsrechte nur hinzuzurechnen sind, wenn diese Zahlung eine Bedingung für den Kauf der eingeführten Waren zur Ausfuhr in die Gemeinschaft sind. Dies war hier nicht gegeben. Folglich konnte die Berücksichtigung der Lizenzzahlung somit von vormals 10% auf dann
3% reduziert werden. Ich übergebe nun an Herrn Dorner, der Ihnen den nächsten Praxisfall vorstellen wird. Ja, vielen Dank. Also wenn man so eine Art roten Faden durch diese drei Fälle durchspinnen möchte, dann könnte man sagen, immer hat sich die Frage gestellt, ob eine Faktura als Verrechnungspreis und damit auch Transaktionswert für Zollzwecke anzuerkennen ist oder ob er korrigiert werden muss und so weiter. Der letzte Fall, der vierte Fall, auf den ich nur kurz eingehen möchte, erscheint insofern auf den ersten Blick etwas exotisch. Er dreht das Ganze auch etwas um. Wir haben allerdings in relativ kurzer Zeit drei Fälle herangetragen bekommen, die strukturell ähnlich aufgebaut sind. Insofern ist das, was wir hier schildern, ein hypothetisches Beispiel für diese Fallgestaltungen. Ein Beispiel war beispielsweise ein Solarzellenhersteller, der von dieser Frage betroffen war. Und zwar geht es darum, dass eine ganze Reihe von Ländern, das gilt im Übrigen meines Wissens auch für die EU, selbst für die Einfuhr gebrauchter Maschinen bestimmte Qualitätsstandards zu erfüllen sind. In der EU sind das insbesondere arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, die da zu erfüllen sind und so weiter. Insbesondere Schwellenländer und Entwicklungsländer, betroffen waren hier konkret Indien, China und Malaysia. In Fällen, die uns zugetragen wurden. Es ist allerdings auch so, dass diese Länder verhindern möchten, dass aus Konzernzentralen der entwickelten Länder, ich sage es, Sie werden mir den Ausdruck verzeihen, Schrott eingeführt wird. Es ist allerdings häufig so, und all diese Fälle sind verbunden dadurch, dass ein Maschinenpark in Deutschland aufgrund von Umstrukturierungen oder Modernisierungen entweder abgebaut oder erneuert wird und die gebrauchten Maschinen in Niedriglohnländern oder näher am Markt, in allen Fällen, wie gesagt, Asien, dürfte aber auch in anderen Regionen der Welt relevant sein, verschifft werden sollten, um dort weiter genutzt zu werden. Nun ist es so, dass, wie gesagt, diese Länder, wir haben hier als Beispiel Indien genannt, Vorschriften kennen, die die Maschinen erfüllen müssen im Hinblick auf deren entweder Restnutzungsdauer, technische Qualität und so weiter. In unserem Beispiel, wie gesagt, Indien, ist ein sogenannter Tauglichkeits- und Wertnachweis durch einen entsprechenden Gutachter zu erbringen. Nun ist es so, dass dieses Gutachten mitunter oder häufig auch verbunden ist mit einer quantitativen Wertbestimmung, die dann für Zollzwecke Verwendung findet. Wenn Sie nun allerdings fakturatechnisch, also mit Blick auf den Verrechnungspreis, die Maschine in unserem Beispiel jetzt zum Buchwert veräußert haben, besteht die Gefahr, dass in der Folge die Betriebsprüfung möglicherweise wissend, dass für einen Export in diese Länder entsprechende Gutachten zu erbringen sind, diesen Gutachtenwert als Referenz heranziehen wird und ohne weitere große Analysen eine Verrechnungspreiskorrektur vornehmen kann. In allen drei Fällen ist es uns sehr schwer gefallen, unseren Mandanten dabei wirklich zu helfen. Deshalb möchte ich mir auch darauf beschränken, auf die Empfehlung, in solchen Fällen im Vorhinein zu prüfen, was in Form von Gutachten überhaupt erforderlich ist, um die Einfuhrvorschriften zu erfüllen, soweit das möglich ist, allein auf technische Charakteristika abzustellen, möglicherweise, sofern eine Wertermittlung quantitativ erforderlich ist, explizit dann eine Wertermittlung vorzunehmen, die sich auch gezielt auf die Anforderungen der einfuhrkontrollierenden Behörde, also wahrscheinlich der Zollverwaltung, bezieht, sodass man mindestens für ertragssteuerliche Zwecke, Verrechnungspreise noch etwas Argumentationsspielraum hat. Insbesondere im Zusammenhang mit Solarzellenhersteller ist auch gerade dieses Thema, wo bekomme ich die Maschinen eigentlich mit den geringsten Schwierigkeiten rein, momentan ein großes Problem bei der Standortwahl. Insofern ist es also ein Beispiel, wo ich nicht unbedingt eine Lösung anbieten kann, aber auf Vorsicht hinweisen kann, denn oder hinweisen muss. Denn wenn Werte als Verkehrswerte oder Marktwerte durch solche Gutachten festgestellt sind, hat man ertragssteuerlich kaum mehr Argumentationsspielraum. Damit kommen wir zu den zollschuldrechtlichen Folgen, den Verrechnungspreisimplikationen potenzieller Korrekturen. Was hat der Steuerpflichtige hierbei konkret
zu erwarten oder zu befolgen. Und zunächst dabei Zoll, ich übergebe an Frau Boulanger. Ja, vielen Dank. Genau wie im Steuerrecht hat der Einführer bzw. der Zollschuldner zunächst die Pflicht zur Abgabe einer inhaltlich richtigen Zollanmeldung beim Import von Waren aus Drittländern abzugeben. Dies bedeutet auch, dass bei Kenntnis von falschen Zollwerten, die angemeldet worden sind, und vor allem wenn diese zu einer niedrigeren Zahlung von Zöllen führen, hat der Einführer eine Pflicht, dies der zuständigen Zollstelle unverzüglich mitzuteilen und auch eine neue Festsetzung der Einfuhrabgaben zu beantragen. Dies führt zu einer Korrektur von Abgabenbescheiden, das heißt zu einer Nacherhebung in diesem Fall. Es kann aber auch positiv sein, wenn der Zollschuldner feststellt, dass er zu hohe Zollwerte angemeldet hat, die dazu geführt haben, dass er zu viel Zoll bezahlt hat. In diesem Fall hat er einen Anspruch auf Erstattung der zu viel gezahlten Zölle, wenn diese vor allem im Zeitpunkt der Zahlung nicht geschuldet waren. Dies gilt ebenfalls für Transferpreisanpassungen, Jahresendanpassungen. Im Rahmen einer Betriebsprüfung können auch anhand des Prüfungsberichts Steuerbescheide zu Nacherhebung von Einfuhrabgaben erlassen werden. Und dies wird vor allem stattfinden während einer Betriebsprüfung, wenn eine Verjährung der Zollansprüche droht. Genauso können aber auch bereits im Rahmen einer Zollprüfung von dem Zollschuldner Anträge auf Erstattung von Einfuhrabgaben auch gestellt werden. Wir kommen nunmehr zu den Bußgeld- bzw. strafrechtlichen Folgen. Allein die fahrlässige oder vorsätzliche Abgabe einer Zollanmeldung mit nicht richtigen bzw. unvollständigen Angaben kann bereits eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Die Abgabe von unzutreffenden Zollwerten in der Zollanmeldung, die zur Nacherhebung von Zöllen führen, können auch als leichtfertige Steuerverkürzung angesehen werden und auch als Unordnungswidrigkeit geahndet werden. Wenn die Steuerverkürzung vorsätzlich erfolgt, kann sie auch strafrechtlich als Steuerhinterziehung sanktioniert werden. Nunmehr wird Herr Dorner uns zu dieser Thematik, also die Verrechnungspreisimplikationen, präsentieren. Ja, also ich kann das relativ kurz machen, denn um allzu viel Redundanzen und Wiederholungen zu vermeiden, die Grundlogiken und die Grundpflichten sind auch ertragssteuerlich ganz ähnlich, auch wenn man bei genauem Hinschauen möglicherweise findet, dass die Rechtsgrundlagen dazu sich etwas unterscheiden, aber grundsätzlich besteht genauso die Pflicht zur Abgabe einer richtigen Steuererklärung, die Pflicht zur Berichtigung, sofern der Steuerpflichtige positiv Kenntnis davon hat, dass die Steuererklärungen insbesondere jetzt in unserem Zusammenhang mit Verrechnungspreisen nicht richtig waren. Im Rahmen von Betriebsprüfungen kommt es ebenfalls dann zu Korrekturen der Steuerbemessungsgründe, Steuernachzahlung einschließlich Verzinsung. Worauf ich allerdings separat hinweisen möchte, anders als bei Zoll, zumindest ist mir dort nicht bekannt, bestehen im Bereich Verrechnungspreise umfangreiche Mitwirkungspflichten, insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung einer expliziten formellen Verrechnungspreisdokumentation. Was die bußgeldrechtlichen, strafgeldrechtlichen Folgen anbelangt, auch hier ganz ähnlich die leichtfertige Steuerverkürzung, Steuerhinterziehung, insbesondere wenn Berichtigungspflichten nicht ernst genommen werden. Wir haben auch Zwangsgelder.
und besondere wiederum Sanktionen, sofern die Pflicht zur Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation verletzt wurde. Zumindest im Bereich Verrechnungspreise kann ich allerdings sagen, dass der Bereich Steuerhinterziehung als solcher extrem selten tatsächlich relevant wird. Für Zoll kann ich dabei nicht sprechen, aber das hängt sicherlich damit zusammen, dass die Diskussion darüber, was nun der fremdübliche Preis ist, immer etwas schwammig und unscharf ist und für wirklich strafrechtliche Konsequenzen schon einiges zusammenkommen muss. Allerdings, insbesondere, und das ist der Fall, der dann der Praxis doch am häufigsten vorkommen könnte, angenommen, in der Vorbereitung auf eine Betriebsprüfung wird eine Dokumentation erstellt und die im Rahmen der Dokumentation durchgeführten Verrechnungspreisanalysen zeigen nun tatsächlich, dass es nicht möglich ist oder kaum möglich ist, die wirklich verwirklichten Verrechnungspreise als fremdüblich darzustellen, dann greifen eben die erwähnten Berichtigungspflichten des 153 AO. Und wenn das dann doch nicht erfolgt, dann können auch tatsächlich praxisrelevante strafrechtliche Konsequenzen drohen. Nun, Best Practice, Lösungsansätze. Wir beginnen zunächst mit Zoll. Ich übergebe an Frau Boulanger. Ja, danke schön. Mir sind eine Reihe von Fragen aufgelistet worden, die sich immer wieder stellen, entweder im Rahmen einer Betriebsprüfung, aber auch außerhalb einer Betriebsprüfung. Wir fangen mit der ersten Frage an, inwieweit sind Fragen vom Betriebsprüfer zu beantworten. Das Zollrecht sieht natürlich auch, wie das Steuerrecht, umfangreiche Mitwirkungs- und Mitpflichten. Und der Steuerpflichtige hat im Rahmen dieser Mitwirkungs- und Mitpflichten grundsätzlich die Fragen des Betriebsprüfers zu beantworten. Ratsam in diesen Fällen ist allerdings, diese Frage in der Sache und nur im gefragten Umfang zu beantworten. Und das gilt für Verrechnungspreise grundsätzlich ebenfalls, allerdings insofern einzuschränken, dass, wie bereits erwähnt, bei Verrechnungspreisen auf Anforderung eine Verrechnungspreisdokumentation zu erstellen ist, die in vielen Fällen die ersten Fragen des Betriebsprüfers quasi bereits ersetzt. Insofern kann der Steuerpflichtige im Bereich Verrechnungspreise nicht einfach auf die Fragen der Betriebsprüfung warten. Damit sind wir auch schon bei Frage 2. Ja, gibt es eine Dokumentationspflicht, einschließlich einer Pflicht zur Analyse für die Ermittlung des Zollwerts bzw. des Verrechnungspreises? Im Bereich des Zollrechts gibt es keine gesetzliche Pflicht zur schriftlichen Dokumentation. Der Einführer hat dennoch den richtigen Zollwert zu ermitteln und natürlich auch anzumelden. Und er hat auch zum Zeitpunkt der Einfuhr der Ware Angaben über den Zollwert anzumelden. Und er hat die Rechnung, auf deren Grundlage der Zollwert der Waren angemeldet wird, beizufügen. Sofern Käufer und Verkäufer verbunden sind, ist diese Verbundenheit auch in der Zollwertanmeldung anzugeben. Anzugeben ist ebenfalls, ob der Preis durch die Verbundenheit beeinflusst ist. Ja, und wie erwähnt, bei Verrechnungspreisen besteht die gesetzliche Pflicht zur Dokumentation des Sachverhalts wie auch zur Dokumentation des, wie es so schön heißt, ernsthaften Bemühens, sich fremdüblich zu verhalten. Das heißt zwei Teile, Sachverhaltsdokumentation und Angemessenheitsanalyse. Sofern diese Pflichten nicht erfüllt werden, wir hatten es erwähnt, insbesondere aus dem § 162 der Abgabenordnung, können dabei dann erhebliche Sanktionen greifen. Diese Pflicht, wie gesagt, beinhaltet auch die Pflicht zur Analyse und Darlegung, warum der Steuerpflichtige der Meinung ist, dass seine Verrechnungspreise fremdüblich sind. Die Details dazu sind in der, nur zur Erläuterung, GAUFZ, heißt Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung, eine Rechtsverordnung, die für den Steuerpflichtigen wie auch für die Finanzverwaltung und die Gerichte bindend ist. Wie kann die Angemessenheit eines Preises nachgewiesen werden? Zunächst aus Zollsicht. Wenn die Zollbehörde begründete Zweifel hat, dass der Einfuhrpreis durch die Verbundenheit beeinflusst ist, zum Beispiel weil es sich aus der betrieblichen Unterlagen ergibt, dass die Verkäufe an die verbundenen Käufer zu anderen Konditionen erfolgen als an unabhängige,
können diese Zweifel durch verschiedene Beweismöglichkeiten ausgeräumt werden. Zum Beispiel kann der Einführer Unterlagen wie Prüfungsberichte, Zollbelegen vorlegen, aus denen es sich ergibt, dass der Preis der Ware einem zuvor von einer Zollstelle in der EU anerkannten Vergleichswert für gleiche bzw. gleichartige Waren sehr nahe kommt. Er kann aber auch Fremdvergleichsnachweise erbringen, zum Beispiel kann der Einführer nachweisen, dass der Lieferer bzw. der Verkäufer der Ware auch an nicht verbundene Käufer in der EU zu gleichen Preisen verkauft. Er kann auch nachweisen, dass der Lieferer den Preis nach der in der Branche üblichen Preispraxis gebildet hat. Oder er kann auch durch Vorlage von Kalkulationsunterlagen des Lieferers nachweisen, dass der Preis für die Deckung aller Kosten zuzüglich eines Gewinns ausreicht. Diese Möglichkeiten sind allerdings nicht abschließend. Vielmehr kommen alle Möglichkeiten in Betracht, die beweisen können, dass Käufer und Verkäufer wie Unverbundene miteinander handeln. Dies entspricht den Grundsätzen der Ermittlung von Verrechnungspreisen und als zusätzliche Nachweismöglichkeiten kommen somit auch die auf den OECD-Verrechnungspreisrichtlinien beruhenden Verrechnungspreismethoden in Betracht. Nach Auffassung der deutschen Zollverwaltung kann daher auch eine Verrechnungspreisdokumentation zum Nachweis des Nichtvorliegens einer Preisbeeinflussung herangezogen werden. Ja, da bleibt mir aus Verrechnungspreissicht schon fast gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Die Wertdiskussion ist bei Verrechnungspreisen vielleicht noch stärker als bei Zoll das Zentrum der ganzen Diskussion. Die Methoden sind genannt. Die Problematik ist im Wesentlichen die, wie und wo finde ich geeignete Drittdaten zum Vergleich. Das ist von Methode zu Methode unterschiedlich. Ähnlich wie Frau Boulanger es gesagt hatte, bieten sich dazu an Transaktionen mit Dritten, die das Konzernunternehmen selbst durchführt. Zum Teil der Blick auf Marktdaten, wenn man Warenbörsenpreise beobachten kann und so weiter. Darüber hinaus Ableitungen, ob nun aus Datenbanken oder nicht, über Gewinnmargen, die für ein bestimmtes Geschäftsmodell auf der Basis der nötigen Investments, der Funktionen und Risiken, die ausgeübt werden, als vernünftig anzusehen sind. Insofern also ganz ähnlich, gerade im Hinblick auf die Heranziehung einer TP-Dokumentation, wie Frau Boulanger da sagte, sei nochmal darauf hingewiesen, dass die Blickrichtung der Finanzverwaltung grundsätzlich unterschiedlich ist. Das heißt, das Finanzamt des importierenden Landes wird tendenziell die Verrechnungspreisdokumentation daraufhin prüfen, ob die Preise nicht eigentlich niedriger sein müssten, während die Zollverwaltung in die andere Richtung blickt. Es ist also dringend anzuraten, beim Erstellen solcher Analysen, auch Dokumentationen, nicht, ich sage es mal im statistischen Sinne, einen einseitigen Test zu machen, um eine der Behörden ruhig zu stellen oder zufrieden zu stellen. Die andere wird damit ein Problem haben. Also sorgfältig vorgehen. Es reicht nicht aus, dem Finanzamt zu erklären, wir haben nicht zu teuer eingekauft. Genau diese Aussage würde die Zollverwaltung nervös machen. Muss der Aufforderung eines Betriebsprüfers nachgekommen und eine TP-Dokumentation herausgegeben werden? Im Zollrecht, hier steht nein, nein, weil andere Nachweismöglichkeiten gegeben sind. Man könnte aber auch Jein sagen, weil wie sollte man sich am besten im Fall einer Frage vom Prüfer, er möchte die TP-Dokumentation haben, wie könnte man sich am besten verhalten? Man müsste zunächst den Prüfer auch nach den Gründen fragen, warum er diese Unterlagen haben möchte. Denn nur wenn er begründete Zweifel hat, dass der Einfuhrpreis durch die Verbundenheit beeinflusst ist, kann eine TP-Dokumentation als Nachweis, dass der Verrechnungspreis angemessen ist, dem Prüfer ausgehändigt werden. Es muss aber wiederum nicht sein, da andere Unterlagen vorgelegt werden können. Ja, aus Verrechnungspreissicht beantwortet sich die Frage mit Blick auf die bereits erläuterten Dokumentationspflichten von selbst mit Ja. Muss herausgegeben werden. Sollten für Betriebsinterne
interne Zwecke, Dokumentation von den überlassenen Informationen während der Betriebsprüfung erstellt werden. Aus Zollsicht mündlich erteilte Auskünfte sind schriftlich festzuhalten. Übergegebene Unterlagen sind auch zu kopieren und zu nummerieren. Dem schließe ich mich an. Da kann ich aus Verrechnungspreissicht eigentlich nichts anderes sagen. Was aus meiner Sicht noch anzumerken wäre, das gilt allerdings für Zoll vielleicht genauso, den Informationsstrom an den Betriebsprüfer insofern kontrollieren, als man auch innerhalb des Unternehmens klar macht, dass nicht jeder mit dem Betriebsprüfer unkontrolliert sprechen kann, darf und Informationen herausgibt. Das ist ein häufiges praktisches Problem in Betriebsprüfungen, dass man mit Informationen oder Aussagen konfrontiert wird, die der Betriebsprüfer beim Rumwandern in der Kantine in allen möglichen Fachabteilungen eingesammelt hat. Also hier auf jeden Fall nicht nur im Nachgang dokumentieren, sondern auch im Vorfeld einer Betriebsprüfung deutlich machen. Es gibt einen Ansprechpartner, der liegt im Bereich Finanzen oder Steuern, und alle anderen Mitarbeiter des Unternehmens können sich zwar mit dem Betriebsprüfer unterhalten, aber keine fachlichen Auskünfte erteilen. Wie sollte ich reagieren, wenn im Anschluss an eine Betriebsprüfung ein Nacherhebungsbeschein erlassen wird? Im Bereich des Zollwerts ist es eher selten, dass der angemeldete Preis offensichtlich als Zollwert nicht anerkannt werden kann. Daher ist es angebracht, in diesem Bereich die Bescheide sorgfältig zu überprüfen und auch gegebenenfalls Einspruch einzulegen. Das ist also auch die Möglichkeit, wenn die Überprüfung der Bescheide Zeit in Anspruch nimmt, kann man immer zunächst den Anspruch fristwahrend einlegen zunächst und eine Begründung nachreichen. Das gilt so grundsätzlich auch für Verrechnungspreise. Was ich noch ergänzen möchte in dem Zusammenhang, Einsprüche haben unserer Erfahrung nach selten Erfolg. Wenn die Bescheide da sind, ist die Konsequenz ja eine Doppelbesteuerung, das heißt eine Erhöhung der Steuerbemessungsgrundlage im Inland bei gleichzeitig bereits erfolgter Versteuerung dieses Teils des Konzerngewinns im Ausland. In dem Zusammenhang möchte ich ja auf die Möglichkeit von Verständigungs- und Schiedsverfahren hinweisen, die bei Verrechnungspreisen doch in vielen Fällen sehr hilfreich sind. Ist ein Durchschnittszollsatz für eine Nacherhebung gesetzlich gewollt? Grundsätzlich ist eine Nacherhebung je Ware, je Zollwert und je Zollsatz gewollt. Hierfür muss der Einführer alle Importunterlagen aus dem jeweils betroffenen Zeitraum zur Verfügung stellen. Dies kann natürlich sehr zeit- und arbeitsintensiv sein. Daher ist in diesen Fällen immer angebracht, einen Durchschnittszollsatz aus Vereinfachungsgründen mit dem Zoll zu vereinbaren. Ja, nicht relevant aus meiner Sicht. Ja, dann weiter mit der Frage, wie sollte ich reagieren, wenn im Anschluss an eine Betriebsprüfung eine Nacherhebung zum Höchstzollsatz erfolgt. Das ist praktisch diese Frage ist mit der vorherigen verbunden. In diesem Fall raten wir immer an, dagegen vorzugehen, denn die Anwendung des Höchstzollsatzes führt dazu, dass auch Waren, die aufgrund ihrer zolltariflichen Anreihung zollfrei sind, durch diese Berechnung mit einem falschen Zollsatz belegt würden. Und dies ist nicht zulässig und führt dazu, ja, dass unnötige Zölle entrichtet werden. Nächste Frage. Nicht relevant aus TP-Sicht. Aus TP auch nicht relevant. Nächste Frage. Kann ich einen Antrag auf Erstattung stellen, wenn der Zollwert nachträglich reduziert werden kann? Wenn der Zollwert aufgrund einer Zollprüfung reduziert werden kann, und es ist auch im Prüfungsbericht festgestellt worden, hat normalerweise die Zollbehörde von Amts wegen die Erstattung zu gewähren. Wir stellen allerdings immer wieder fest, dass in diesen Fällen die Zollbehörden sich eher Zeit lassen, wenn es um Erstattungen, Zollerstattungen geht. Und daher empfehlen wir, in diesen Fällen proaktiv zu werden und auf die Erstattung zu drängen. Im Übrigen gilt in diesen Fällen die Verjährungsfrist nicht.
auch nicht unmittelbar für TP relevant. Was ist beim Erstellen einer TP-Dokumentation zu beachten? Aus zollwertrechtlicher Sicht sollte ermittelt werden, ob der TP Warenimporte und oder auch reine Dienstleistungen ohne Warenbezug betrifft, wie zum Beispiel Kosten für Unterstützung im Bereich Legal, Buchführung, IT etc. Denn die Kosten bzw. die Zahlungen für nicht warenbezogene Dienstleistungen gehören nicht zum Zollwert der Einfuhrware. Ja, das ist aus TP-Sicht natürlich ein sehr weites Thema. Da kann ich an dieser Stelle eigentlich nur auf die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, entsprechende Abgabenordnung, Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung und gegebenenfalls auch der Verwaltungsgrundsätze dazu hinweisen. Was ich aber doch sagen möchte, aus unserer Sicht nicht aufhören vor der Durchführung eines empirischen Drittvergleichs. Also eine Aussage, wir glauben, das ist fremdüblich, weil wir das verglichen haben mit bestimmten Daten, die als empirisch erhobene Drittdaten gelten können. Wie man das macht, ist sachverhaltsabhängig. Das ist auch sicherlich vom Transaktionsvolumen abhängig, wie viel Aufwand da man treibt. Aber wir würden auf keinen Fall empfehlen, diesen Schritt nicht zu gehen, denn damit ist die Dokumentation im formalen Sinne und dann auch praktisch häufig als unverwertbar einzustufen. Praktisch gesehen ebenfalls frühestmöglich anfangen, auch wenn es erst nach Anforderung durch die Betriebsprüfung innerhalb von 2 Monaten erforderlich ist, eine Dokumentation rauszugeben, ist es dann häufig schwierig, die konkret notwendigen und erforderlichen Informationen von Sachverhalten, die dann schon 3, 4, 5 Jahre zurückliegen können, noch zu erheben und auch nicht einfach Dateninformationen zusammenstellen, sondern auf Konsistenz achten und ich habe es hier strategische Ausrichtung genannt. Es ist einfach der erste Schritt auch in die Betriebsprüfungsverteidigung, also immer überlegen, worauf führt meine Aussage eigentlich dann strategisch hin. Wir kommen jetzt zu der nächsten Frage. Was ist beim Abschluss von Lizenzverträgen zu beachten? Es sollte überprüft werden, ob die vereinbarten Lizenzgebühren zollwertrechtlich zu berücksichtigen sind, da gegebenenfalls diese dem Zollwert der Einfuhrwaren hinzuzurechnen sind oder auch nicht. Wenn es sich zum Beispiel um Lizenzgebühren für Vervielfältigungsrechte handelt, sind sie nicht dem Preis hinzuzurechnen, da sie keine Zahlungen für die eingeführten Waren sind, sondern für ein Recht zur Herstellung von neuen Waren im Einfuhrland. Also aus Verrechnungspreissicht sollte man bei Lizenzverträgen sich genau überlegen, welche Art von Rechtsgeschäft eigentlich gewünscht ist. Denn es ist zu unterscheiden, die Übertragung eines immateriellen Wirtschaftsgutes, also nehmen wir beispielsweise ein Patent, soll das Eigentum daran übertragen werden? B, soll ein Nutzungsrecht gewährt werden? Oder soll schon bei der Erstellung dieses immateriellen Wirtschaftsgutes die laufenden Kosten auf die späteren Nutzer umgelegt werden? Wir haben dann 3 sehr, sehr unterschiedliche Strukturen, die manchen unserer Mandanten nicht immer so ganz klar sind, die aber erhebliche Unterschiede in den Konsequenzen haben können. Das sollte man sich sehr genau überlegen, bevor man dann darüber nachdenkt, wie hoch denn die Lizenz oder die Kostenumlage quantitativ auszulegen ist. Was ist beim Kauf bzw. Neugründung von Unternehmen innerhalb des Konzerns zu beachten? Wenn sich die Konzernstruktur ändert, ist darauf zu achten, dass die Verrechnungspreise für Warenlieferungen zollwertrechtlich auch analysiert werden. Das heißt, habe ich überhaupt hier neue Warenströme? Vielleicht habe ich nur reine Dienstleistungsströme. Dann ist es zollwertrechtlich nicht relevant. Wenn ich neue Warenströme habe, sind die Verrechnungspreise dann auch aus zollwertrechtlicher Sicht akzeptabel? Und ist gegebenenfalls die entsprechenden Transferpreisvereinbarungen um diese neuen Warenströme ergänzt worden? Ja, aus Verrechnungspreissicht, insbesondere im Kauf, die klassischen Due Diligence-Fragen.
Und beim Kauf sowie auch bei der Neugründung, insbesondere die Fragen der Integration des neuen Unternehmens in das bestehende System, haben wir hier ähnliche Sachverhalte, die unterschiedlich abgewickelt werden können. Beide gleichzeitig richtig sein, beide Systeme. Was bedeutet die Umstellung? Das hat zum Teil auch Auswirkungen auf Controlling, auf Performance-Messungen, Incentivierung. Das sollte man sich alles sehr genau überlegen. So, nunmehr kommen wir zu den Methoden zur Ermittlung des Zollwertes bei Nacherhebungen von Einfuhrabgaben. Wie bereits erwähnt, grundsätzlich muss diese Nacherhebung je Zollwert und je Zollsatz erfolgen. Das hat einen Vorteil natürlich, weil so wird genau ermittelt, welche Waren mit Zollsatz von 0% nicht zu berücksichtigen sind. Der Nachteil, wie bereits schon erwähnt, das ist sehr zeit- und arbeitsintensiv. Daher kann auch, und auch wenn es nicht, auch wenn der Einführer keinen Anspruch auf Anwendung dieser Vereinfachung hat, ist es auch möglich, dies zu, zumindest auch in Deutschland mit der deutschen Zollverwaltung diese Vereinfachung zu vereinbaren. Das heißt, hier wird ein Durchschnittszollsatz verwendet. Wie wird er ermittelt? Man benötigt dafür zwei Beträge. Das ist einmal der gesamte Zollwert der in einem Jahr eingeführten Waren. Und dies wird, und der zweite Betrag, das ist der Gesamtbetrag der in einem Jahr bezahlten Zölle. Anhand dieser zwei Beträge kann der durchschnittliche Zollsatz bestimmt werden. Der durchschnittliche Zollsatz wird dann durch den zollwertrelevanten Anteil der, zum Beispiel hier der Transferpreisanpassung, multipliziert und daraus ergibt sich immer ein der richtige Nacherhebungsbetrag. Gut, vielen Dank, Frau Boulanger und Herr Dorner, für die ausführlichen Darstellung unserer bisher erfahrenen Best Practice in diesen beiden Bereichen. Wir kommen nun zu der in der Einleitung angekündigten Fragerunde. Während unserer Vorträge sind von den mehr als 150 Teilnehmern an diesem Webcast viele Fragen zu den vorgetragenen Themen eingegangen. Bevor ich nun einige von diesen Fragen an die Referenten stelle, möchte ich nochmal betonen, dass wir sämtliche an uns gerichtete Fragen beantworten werden, dies jedoch aufgrund der begrenzten Zeit nur zum Teil jetzt erfolgen kann. Wir werden jedoch die noch ausstehenden Fragen im Nachgang per E-Mail gern beantworten. Ja, jetzt kommen wir zu der ersten Frage, die ich an Frau Boulanger weiterleiten möchte. Ein Teilnehmer hat gefragt, ist der Begriff der Verbundenheit im Zollrecht definiert? Wie ist er definiert? Ja, danke schön. Die Verbundenheitsfälle im zollwertrechtlichen Sinn sind definiert und die sind auch abschließend im EU-Zollrecht festgelegt. Die Kriterien der Verbundenheit bei juristischen Personen beziehen sich auf entweder auf die Höhe der Kapitalbeteiligungen oder auf die Kontrollfunktionen. Und auch eine Beteiligung bzw. eine Kontrolle ab 5% reicht aus, hier um die Verbundenheit im zollwertrechtlichen Sinne zu bejahen. Vielen Dank, Frau Boulanger. Ich möchte nun eine weitere Frage weiterleiten, diesmal an Herrn Dorner. Ein Teilnehmer hat gefragt, inwieweit ist die fremdübliche Gestaltung von Verrechnungspreisen überhaupt relevant zwischen Ländern, die durch ein DBA abgedeckt sind?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich gehe jetzt einfach vom OECD-Musterabkommen aus, aber das ist mit Blick auf Verrechnungspreise grundsätzlich eigentlich in allen Ländern mit DBA gleich. Es ist so, dass der dort kodifizierte Fremdvergleichsmaßstab die Besteuerungsrechte der einzelnen Länder beschränkt. Andererseits ist es so, dass wenn Sie keine fremdüblichen Verrechnungspreise ansetzen würden in dem Land, in dem aufgrund fremdunüblicher Verrechnungspreise ein zu geringes Ergebnis versteuert wurde, es dort trotz alledem ja durch die lokale Finanzverwaltung zu einer Korrektur kommen würde. Aus dem DBA könnte man nun ableiten, dass diese Korrektur auf der anderen Seite der Transaktion, also im anderen Vertragsstaat, durch eine Gegenkorrektur wieder aufgefangen werden sollte, sodass am Ende des Tages fremdübliche Verrechnungspreise effektiv zur Anwendung kommen. Das Problem ist, dass Sie diese Gegenkorrektur im anderen Vertragsstaat so einfach möglicherweise nicht bekommen. Sie brauchen in der Regel ein Verständigungsverfahren, das Sie dazu einleiten müssen. Diese Verständigungsverfahren sind in den Doppelbesteuerungsabkommen meist, abgesehen von den neuesten, die Deutschland abgeschlossen hat, zum Beispiel mit Österreich und den USA, nicht mit einem Einigungszwang verbunden. Das heißt, es kann sein, dass die beteiligten Staaten sagen, we agree to disagree, und dann bleibt für den Steuerpflichtigen die Doppelbesteuerung bestehen. Darüber hinaus ist es so, dass die Befassung mit fremdüblichen Verrechnungspreisen auch deshalb Sinn macht, weil ein Verständigungsverfahren es erforderlich macht, den beteiligten Finanzverwaltungen Informationen über den Sachverhalt und auch über die Fremdüblichkeit zukommen zu lassen. Sie sind ja also zur Mitwirkung wiederum verpflichtet, weil die in Deutschland zum Beispiel das Bundeszentralamt dieses Verfahren sonst gar nicht führen könnte. Die haben ja keine Informationen über den Sachverhalt. Sie würden also möglicherweise die Chance haben, eine doppelbesteuerungsfreie Situation über Verständigungsverfahren herbeizuführen. Das kann aber langwierig und kostspielig sein und führt nicht immer zum Erfolg. Es ist also auf jeden Fall empfohlen, sich aktiv um die Fremdüblichkeit zu kümmern, um solche Streitfälle, auch Betriebsprüfungsprobleme, die ja langwierig und in sich kostenträchtig sein können, möglichst zu vermeiden. Vielen Dank, Herr Dorner, für diese Antwort. Ich habe eine weitere Frage bekommen, die sich wiederum an Frau Boulanger richtet. Es geht um das Thema Lizenzgebühren. Ist eine Lizenzgebühr dem Preis auch hinzuzurechnen, wenn die Lizenzgebühr erst nach der Einfuhr der Ware bezahlt und unabhängig vom Preis der Einfuhrware berechnet wird? Ja, die Antwort ist eindeutig ja. Denn die Art der Berechnung ist für die Einbeziehung in den Zollwert irrelevant. Das ist auch in den meisten Fällen so, also überwiegend der Fall, dass die Lizenzgebühr unabhängig von dem Preis der eingeführten Ware bemessen wird. Also in den meisten Fällen wird die Lizenzgebühr nach dem Weiterverkaufspreis der eingeführten Ware in der Gemeinschaft bemessen. Und wie gesagt, in diesem Fall ist es also irrelevant. Diese Lizenzgebühr kann trotzdem, wenn sie warenbezogen ist wiederum und eine Bedingung des Kaufgeschäfts darstellt, kann sie dem Preis der eingeführten Ware hinzugerechnet werden. Also es gibt in diesem Fall keine gesetzliche Vermutung, dass die Lizenzgebühr nicht warenbezogen ist. Das ist völlig offen. Es kann so sein oder so sein. Vielen Dank. Ich möchte jetzt noch eine letzte Frage an Herrn Dorner weiterleiten. Es geht um das Thema Dokumentationsanforderungen. Wie wird ein empirischer Drittvergleich in der Praxis durchgeführt? Oh, das ist ein weites Feld. Das hängt von der Transaktion ab, das hängt auch von der anzuwendenden Methode ab. Ich kann hier eigentlich nur einzelne Beispiele nennen. Nehmen wir an, erste Methode war der Preisvergleich. Der Preisvergleich, also der unmittelbare Vergleich von
Preisen in Konzern- und Drittpreisen ist typischerweise das klassische Anwendungsfeld Konzernfinanzierungen. Das hängt damit zusammen, dass Kapitalmarktdaten verfügbar sind, der Kapitalmarkt auch als transparent, liquide gilt und insofern einem beobachtbaren und transparenten Markt nahe kommt. Hier kann es zum Beispiel so sein, dass man die Konditionen der Darlehensgewährung, Fristigkeit, Währung, insbesondere aber natürlich auch die Frage der Bonität des Darlehensnehmers sich anguckt und im Grunde so ähnlich vorgeht, wie man das bei einer Bank machen würde. Manche Mandanten gehen sogar zur Bank und lassen sich ein Angebot geben. Zu welchen Konditionen könnte ich hier Darlehen erhalten? Die andere Möglichkeit wäre, eine Art virtuelles Rating durchzuführen. Das gibt es. Also beispielsweise die Software-Tools von Standard & Poor's, Moody's und so weiter sind verfügbar, eine Art virtuelles Rating durchzuführen und dann über öffentlich zugängliche Informationsquellen wie zum Beispiel Reuters oder Bloomberg zu sagen, was sind denn dafür eigentlich dann die Yield Curves oder die Zinsen, die für unter solchen Bedingungen gegenwärtig marktüblich sind. Wenn man andererseits sich auf beispielsweise die Wiederverkaufspreismethode zur Anwendung der Wiederverkaufspreismethode entschieden hat für Lieferungen an eine Vertriebsgesellschaft, dann könnte man sich beispielsweise überlegen, kauft diese Vertriebsgesellschaft nicht nur unsere Produkte ein, sondern möglicherweise auch Teile ihres Produktportfolios von Dritten. Und die Bruttohandelsmarge könnte man dann übertragen von den Drittgeschäften auf die Kalkulation der Einkaufspreise dieser Vertriebsgesellschaft aus dem Konzern. Hier muss man allerdings dann schon wieder sehr, sehr aufpassen, dass Mengen, andere Konditionen, auch die strategische Bedeutung des Produkts im Produktportfolio möglichst hier auch gleich und vergleichbar sind. Aber da kann man eigentlich nur einzelne Beispiele bringen. Das ist ja sachverhaltsgetrieben. Erster Ansatzpunkt ist auf jeden Fall immer eine Art Inventur der Transaktion des Konzerns oder der Konzernunternehmen selbst mit Dritten als Ausgangspunkt. Gegebenenfalls sind Anpassungen möglich, gegebenenfalls muss man diese Transaktion aber als unverwertet oder unvergleichbar zurückweisen und Alternativen finden. Das kann aber generell hier so nicht beantwortet werden. Vielen Dank, Herr Dorner. Ich möchte den Teilnehmern nun eine Folie für eine kurze Umfrage zur Verfügung stellen und Sie bitten, uns kurz Ihr Feedback zu geben. Gern können Sie uns Ihr Feedback sonst und auch weitere Fragen auch direkt mit uns in Kontakt treten. Dafür möchte ich Ihnen unsere E-Mail-Adresse darstellen. Sie können die Präsentation dieses Webcasts zugeschickt bekommen, wenn Sie uns eine kurze E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse customs@deloitte.de schicken. Ich möchte mich nun bei allen Teilnehmern und vor allem bei allen Referenten bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Teilnahme an unserem heutigen Webcast. Wir hoffen, Sie auch zukünftig zu unseren Webcasts begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet.